Hallo Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute mal zu einem ganz anderen Video mit meiner Gefährtin hier. Hallo. Ja, wir zeigen euch heute ein paar Sachen, die wir in der letzten 24 Stunden, ein bisschen länger her, erwirtschaftet haben. Ja, eigentlich genau vor 24 Stunden. Ja, könnt ihr hinkommen. Passt. Wie man hier hinten schon sieht, da. Und hier ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen schlecht im Video, aber dennoch. Haben wir bereits LS 2015 geleistet, ist ja ab heute released. Genau, wenn das Video rauskommt. Erstmal ab heute. Ja. Wir haben einmal die normale Edition und einmal die Collectors Edition gekauft. Genau, die Collectors. Hier. Und die normale ist wieder normal, also können das eigentlich vervielfältigen. So. Die kann man hier auch da unten so aufklappen und dann müssten wir normal Schlüsselanhänger auch noch dabei sein, den wir jetzt hier gerade nicht haben. Genau, der liegt nämlich da ca. 2,50 Meter so. Weiter rum. Na, fängt der gut an. Egal. So, das haben wir uns geleistet hier. Normal Collector und normale. Weil einmal reicht das Buch. In der Collectors Edition ist dabei Farming Simulator, Anleitung für Modding, das Dummies Buch, Dummies. Modding für Dumme. Modding für Dumme, also genau ideal für mich. Die sind sehr, sehr interessante Sachen drin, was ich selbst noch nicht weiß. Die ganzen Lua-Skripte und so weiter. Dann so. Waren hier ganz viele Sticker drinnen. Sieht man das? Nein, sieht man nicht. Von Liebherr, Fliegel, Steyr, Husqvarna, Strautmann, wie spricht man das aus? Wederstadt, Bonze, irgendwas. Ein bisschen zeigen will das, ne? Genau, New Holland und MIM. Was mir natürlich persönlich sehr stört, ist, dass kein Stiel dabei ist. Ich bin absoluter Stil-Fan, weil Husqvarna würde ich jetzt einfach so machen, aber okay. Husqvarna. Hust. Nee, Husqvarna. Ist auch nicht schlecht, aber bin ich der Freund davon. Muss aber jetzt leider mit der LS15 davon leben. Und das Beste vom Besten ist mir Spielgefährt. Ja, das ist das Beste von der ganzen Kollektion. Schöne New Holland. Das ist echt cool. Vielleicht verlose ich den, wenn jemand haben will. Oder ja, mal gucken. Ich schaue, denke ich, nicht mein Fahrer. Also fahrerloser New Holland zu finden bei mir. Fahrer mitgesucht. Ja. Ja, aber was wollen wir noch sagen? Wir haben ein bisschen was vor in nächster Zeit. Wir werden euch unsere Zukunftsplanung ein bisschen preisgeben. Also nicht die Zukunftsplanung, sondern die Zukunftsplanung. Genau. Die. Wir haben uns geplant, 2 Projekte, Let's Play Together, zu starten. Also ich. Mal den 28 und noch 2 geheimnisvolle Leute, die ihr dann im Let's Play kennenlernen wird. Genau. Geplant ist es, die 2 Projekte einmal auf der Björnheim und einmal auf der Vespid Chills. Das heißt, 2 Projekte, 2 verschiedene Karten, später vielleicht auch mit Mods und anderen Karten, mal gucken. Genau. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wer noch dabei ist, einfach das Let's Play angucken, dann werdet ihr das erfahren. Sollten 2 Leute noch sein. Es kommt heute Nachmittag oder Abend dann? Oder? Ich denke eher Abend so 21, 22 Uhr wird die ersten beiden Videos kommen. Weil wir wollen jetzt täglich jeweils 2 Videos, also von jedem Map ein Video rausbringen. Genau. So ist es der Plan. Vielleicht merken wir es, wir sind so heiß hier, weil erste Video und so. Ist nicht so einfach. Gut, was haben wir noch zu sagen? Ja, die anderen Projekte, was momentan auf den Kanälen laufen, die bleiben weiterhin in Rennen, oder? Sims bei dir. Ja, kommt jetzt wieder. MR7 wird auch kommen. Genau, das dauert aber noch. Das kommt erst am 28.11. raus. Genau, wurde ja verschoben. Der Bausimulator 2015 wird natürlich auch Let's Play, vielleicht auch mit dir, mal gucken. Definitiv will ich da auch ein Let's Play together machen, vielleicht mit der Community oder so. Es gibt sehr Multiplayer. Genau, deswegen. Das kommt auf alle Fälle. Die anderen Projekte, die ich am Laufen habe, Ticket, Train Fever, Minecraft, das bleibt alles soweit erhalten. Vielleicht nicht jeden Tag, aber das kommt definitiv jeden Tag jetzt. Da ist ja auch an Let's Play Together, sind andere teilnehmen, muss ich mich da ein bisschen sputen. Ne? Damit das auch wirklich jeden Tag rauskommt. Genau. Gut. Wir haben eigentlich nichts zu sagen, nee. Ich hoffe, dass ihr dann zahlreich zuschaut. Und ja, bewertet mal das Video, ich weiß, es ist nicht gerade das Beste, aber bedenkt, das ist das erste Video, genau. Wo man mich eigentlich in Real Life sieht. Eigentlich wollten wir noch erzählen, wie wir an LS gekommen sind. Stimmt, ja. Wir hatten eine schöne Glück, und zwar, dass wir LS schon bereits vor 2 Tagen erhalten haben.
Nein, wir haben keine Vorabversion bekommen. Und ja, wir haben es ganz normal im Geschäft gekauft. Und zwar bei uns in der Nähe beim Mediamarkt. Am Dienstag? Genau. Am Dienstag haben wir es gekauft um 18 Uhr. Nee, 17, 18 Uhr. Ja. Stand es bereits in den Regalen. Da möchten wir noch einen Dank an unseren Informanten, den Florian richten. Sein Kanal ist DocFlo. Genau, können wir da unten nochmal verlinken. Der hat uns das Bescheid gegeben, der wohnt nur 20 Kilometer von uns entfernt. Danke nochmal. Und dadurch hatten wir schon natürlich genügend Zeit, vorzeitig ein bisschen anzutesten. Uns darauf einstellen. Es sind geniale Sachen dabei. Ihr könnt euch freuen für den einen oder anderen, der es noch nicht hat. Schaut einfach die Videos an. Es ist sicher für euch und ihr werdet euch bestimmt kaufen. Allein die ganze Game Engine, alles top und der Hammer. Genau. Die Grafik. Und hier seht ihr dann irgendwo Videos da durchlaufen. Irgendwo, ja. Irgendwo. Schauen wir vielleicht auch in Anschluss. Mal genau. Gucken, wie ich das mache. Gut. Heiß. Heiß. Wenn ihr möchtet, dass mehr solche Deck-Videos, nee, wie sagt man dazu? Blogs kommen, schreibt in die Kommentare, gebt ihm wieder einen Daumen nach hoch, teilt es, damit wir sehen, dass es wirklich gut ankommt. Genau. Und dann können wir auch mehr solche Videos machen. Ist auch in Planung, aber wir müssen erstmal gucken, wie es bei euch so ankommt, ob das das Richtige ist für euch, für uns. Wir sind noch ein bisschen steif, sehe ich gerade. Warte, bist du locker so? Aber das ist beim ersten Video. Das ist beim ersten Video, glaube ich, normal. Genau. Gut, ich hoffe, mit dem Licht und so, da vorne passt alles. Wir haben es leider schon ziemlich dunkel da draußen, deswegen, ja, die Beleuchtung. Mal gucken, vielleicht optimieren wir uns das noch ein bisschen. Genau. Ja, in der Videobeschreibung Ihr Kanal verlinkt, mein Kanal logischerweise auch verlinkt. Ja. Weil das Video kommt bei mir und bei ihr noch aus. Genau, zur selben Zeit. Und, wie gesagt, Florian ist auch nochmal verlinkt, von dem wir den Tipp bekommen haben, dass das Spiel bereits im Laden zum Kaufen geht. Und dann hoffe ich, sehen wir uns so gegen 21, 22 Uhr, wo die ersten Videos online sind. Schreibt fleißig drunter, schaut dran, wer dabei alles ist. Und hoffentlich ist das Video für euch etwas. Genau. In diesem Sinne würde ich mich mal verabschieden und hoffe auf zahlreiche Zuschauer und Likes. Wir sehen uns. Macht's im gut. Video. Tschüss. Tschüss.